Ich schicke dir ein sonniges Hallo und hoffe, dass es dir gut geht. Ich bin Nadine Cherama von Smarana Balance, deinem Kanal für gelebte Spiritualität, Gesundheit und Ernährung. Heute würde ich gerne ein paar Hintergrundinformationen über Zitronen und Limetten mit dir teilen. Denn jetzt ist Sommer, es ist warm und was könnte besser den Durst löschen, wie zum Beispiel ein frisches Zitronenwasser? Ich trinke momentan richtig viel davon, denn Anfang des Jahres kam unser Sohn aus unserer Zweitheimat Griechenland mit vier riesigen Säcken voll mit Zitronen heim und wir wussten im ersten Moment gar nicht, was wir jetzt mit all den Zitronen machen sollten. Also kaufte ich Eiswürfelsäcke und presste, bis eine komplette Tiefkühllade voll davon war. Ja, und jetzt profitieren wir richtig davon, denn diese Zauberwürfel verfeinern den Geschmack von jedem Wasser und ist zudem auch noch richtig gesund und heilsam. Jo, ich vermute, viele von euch wissen es eh schon, aber ich würde es gern nochmal erwähnen, weil es wirklich so eine, ja, immens tolle reinigende Wirkung auf unseren ganzen Körper hat. Und zwar, presst dir am Morgen nach dem Aufstehen als erstes eine halbe bis ganze Zitrone auf einen halben bis ganzen Liter Wasser aus und trinke das Ganze dann auf nüchternen Magen und gib deiner Leber circa 20 bis 30 Minuten Zeit zum Generalputz nach der Nacht, sozusagen. Denn jegliche Stoffwechselschlacken und Giftdepots, die sich über die Nacht angesammelt haben, sollten am Morgen eine Art Spülung bekommen, damit sie wirklich aus dem Körper herausgefiltert werden und nicht als Abfallstoffe im Körper bleiben. Denn dadurch könnten sonst bestimmte Krankheiten entstehen. Denn jegliche Krankheitserreger lieben ein vermülltes Milieu, denn da fühlen sie sich dann richtig wohl und haben genug Nahrung zum Futtern und sich zum Vermehren. Also generell wirken Zitronen und Limetten sehr stark reinigend auf unsere Leber, die Gallenblase, die Nieren, Milz und auch die Schilddrüse. Und außerdem sind Zitronen wahre Stimmungsmacher, sozusagen die gute Launemacher schlechthin. Man sagt ja nicht umsonst, sauer macht lustig. Und sie muntern uns auf und verjagen sozusagen jegliche schlechten Grübeleien. Ja, und ich weiß nicht, ob du schon mal Zitronen von einem Baum geerntet hast, denn Zitronenbäume haben auch Stacheln. Also bedarf es beim Ernten ja eine gewisse Vorsicht und auch mit Zuwendung, denn die Bäumchen lieben es, behutsam behandelt zu werden. Somit können wir eine Brücke schlagen. Also sie erinnern uns, zwischenmenschlich achtsam und liebevoll miteinander umzugehen. Und wie schon bei den Gurken und den Melonen erwähnt, haben auch die Zitronen und die Limetten einen stark befeuchtenden Effekt auf unseren Körper und versorgen uns mit sehr hochwertigen Elektrolyten, Spurenelemente, Mineralsalze, bioverfügbares Natrium, enthaltene Limonoide, koppeln Vitamin C und Calcium auf die perfekte Weise und all dies macht dann die Zitrusfrüchte so wertvoll und ja, sie sind wahre Basenbooster, was unser Immunsystem extrem stärkt und dadurch haben Krankheitserreger wie Viren und Bakterien einfach keinen Nährboden, sich niederzulassen und auszubreiten. Und wenn dich dann doch einmal eine Erkältung erwischen sollte, dann denk bitte immer an die großartige Heilwirkung der Zitrone, denn sie ist der Schleimlöser, ja, par excellence, kann man sagen. Ja. Also
trink eine warme, nicht zu heiß, also eine warme Zitrone mit Honig bei Erkältung, bei Schnupfen, bei Problemen der Nebenhöhlen, Grippe, Bronchitis oder sogar bei einer Lungenentzündung. Ja, es ist wirklich sehr wohltuend. Dann, ja, und das nächste Faszinierende ist auch, dass die giftigen Stoffe aus der Umwelt, Chemikalien, Kunststoffe aus unserem Körper ausgeschwemmt werden. Und nicht nur das, sondern auch bei schädlichen Candida-Befall löst und befördert die Zitrone die Übeltäter aus dem Körper. Also leichter geht es eigentlich gar nicht. Ne? Und Zitronen gibt es ja wirklich immer. Außerdem helfen dir die Zitrusfrüchte auch bei jeglichen Verdauungsproblemen wie Sodbrennen, Aufstoßen, Übelkeit, Magensäuremangel, ja, weil sie ja basisch wirkt, ja, bei Erbrechen und bei Gewichtszunahme. Falls du Probleme beim Einschlafen hast, dann trink eine warme Zitrone mit Honig. Also nicht der Klassiker warme Milch mit Honig, sondern Zitrone mit Honig. Denn die Zitrusfrüchte dämpfen die Aktivität der elektrischen Impulse und der Neurotransmitter und verhelfen somit zu einem besseren Schlaf. Ja. Und auch wenn viele meinen, dass Zitronen den Zahnschmelz angreifen, ist Zitronenwasser sehr gesund für die Mundhöhle. Es ist eine ideale Mundspülung und reinigt auch das Zahnfleisch. Ja, als ich anfing, mehr Zitronenwasser in meinen Alltag zu trinken, haben sich meine Zähne am Anfang irgendwie komisch angefühlt. Aber ich kann jedem bestätigen, dass dieses Gefühl nach einer Weile weggeht. Und ja, zum Schluss vielleicht noch ein Tipp an alle, die sich vielleicht mal irgendwo schon aufschneiden oder eine Schürfwunde haben. Der frische Saft der Zitrone wirkt wie ein Desinfektionsmittel, das Bakterien, ja zum Beispiel auch Staphylokokken, abwehrt. Jo, ich glaube, jetzt habe ich mal soweit die wichtigsten Sachen erwähnt und wie du siehst, wieder mal eine Gottesfrucht, ne, die voll ist mit wichtigen Nährstoffen, uns reinigt von allen möglichen Schlacken, Giften, Pilzen etc. und uns somit zu einer besseren Gesundheit verhelfen. Ich persönlich finde es immer sehr hilfreich, über diese Wirkungsweisen Bescheid zu wissen, weil es motiviert mich dann immer sehr bewusster, die Früchte oder die Gemüsesorten in meinen Alltag zu integrieren. Jo, in diesem Sinne wünsche ich dir alles Liebe und viel Genuss beim bewussten Konsumieren deiner nächsten Zitronen oder eben Limetten. Über einen Kommentar und ein Abonnement von dir freue ich mich sehr. Ich danke dir von Herzen. Ja, und dann bis nächstes Mal. Schön, dass es dich gibt.